Hallo ihr Lieben, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar hier in meiner Küche. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe ein Rezept rausgesucht, das soll nur für den TM6 sein. Aber keine Sorge, also mit dem TM5 kann man es genauso gut machen. Man muss ja nicht unbedingt die Zwiebeln karamellisieren. Man kann sie so ein bisschen andünsten, das geht genauso gut. Vom Geschmack her ist es vielleicht ein bisschen anders, aber auch nicht viel anders. Von daher, ich sag euch mal, wie das Gericht heißt. Und zwar ist das Aubergine-Käse-Törtchen mit karamellisierten Zwiebeln. Vorbereitungszeit habe ich gesehen. Moment, werde ich euch sofort sagen. Also für aktive Zeit sind 25 Minuten und 1 Stunde und 15 Minuten dauert es insgesamt. Also ich denke, ist was Schnelles, ja? So, wir starten. Und zwar habe ich hier schon mal die Sachen vorbereitet. Wie ihr wisst, ich schreibe es immer unterm Film alles auf. Wenn ihr da diesen kleinen Pfeil antippt, dann kommen unten alle, also die ganzen Zutaten drauf. Und ich möchte das diesmal auch auf Italienisch da hinschreiben, ja? So, wir fangen an mit 50 Gramm Käse, der erstmal zerkleinert wird einmal, und dazu stellen wir den Thermi auf 8 Sekunden Stufe 10. Das füllen wir jetzt einmal um. So, super. Das stellen wir jetzt an die Seite und machen uns weiter. Wir machen weiter mit unserem Rezept. Und zwar kommen jetzt 100 Gramm Dinkelkörner in den Mixtopf rein und 2 Stängel Rosmarin abgezupft. Ja, ich habe hier schon drin und zeige euch einmal, wie ich das mache. Man braucht wirklich nur von oben einmal das so runterzuziehen. Vorhin ging es gut. Und dann hat man die ganzen Stängel hier von den Rosmarin. So. Und der Thermomix, der wird jetzt sowieso alles super zerkleinern. Von daher. So, zeige ich euch das einmal. Das kommt mit den Dinkel rein. Und das geht jetzt für 30 Sekunden auf Stufe 10. Wir schieben das jetzt einmal alles nach unten. So, das ist wirklich super, super klein. Und vom Deckel, das machen wir auch so ein bisschen ab. So. Jetzt kommen 200 Gramm Dinkelmehl Typ 630 noch zusätzlich reingeben. Und 150 Gramm Wasser und eine halbe Würfel von der Bierhefe. Ich habe das hier schon aufgelöst, weil meine war wieder gefroren und ich löse das dann immer im Wasser auf. Also 20 Gramm Bierhefe. Olivenöl. Ein Teelöffel Salz. Obwohl ein Teelöffel scheint mir ein bisschen zu wenig zu sein. Also ich mache da mal ein bisschen mehr. Ich habe da jetzt ein bisschen mehr gemacht. Eine Prise Zucker. So. Und wir schließen
den Mixtopf und das lassen wir jetzt für 2 Minuten auf der Knettaste. Super. Super geworden. Und jetzt holen wir den erstmal raus. Ja, fällt schon ab. Also nichts drin geblieben, wie ihr sehen könnt. Wirklich super klasse. So, der Mixtopf muss gespült werden und den Teig, ja, so ein bisschen, aber wirklich nur ganz bisschen durchkneten nochmal. Ich habe das zur Gewohnheit, ich muss das immer machen, also ich kann nicht sofort das vom Mixtopf in die Glasschüssel tun. So. Hier habe ich etwas Öl reingemacht und das lassen wir jetzt an einem warmen Ort und machen natürlich weiter mit dem Rezept. Abdecken und an einem warmen Ort. Ich mache das meistens in den Backofen, mache Licht an, Tuch drüber und dann geht der wunderbar hoch. Als nächstes kommen 80 Gramm brauner Zucker in dem gespülten Mixtopf. Und eine frische Chilischote eigentlich, aber ich habe hier nur diese ja, getrocknete, die tue ich dann rein. Das dürfte kein Unterschied sein. So, schließen den Deckel, den Topf meine ich, den Mixtopf, und das geht für 5 Sekunden auf Stufe 10. Es kommen jetzt noch 20 Gramm Olivenöl rein. Ja. Und 400 Gramm geachtelte Zwiebeln, ja? So, dann setzen wir jetzt einmal den Spritzschutz auf, den habe ich hier unten im Schrank. So, einmal Spritzschutz aufsetzen und einfach auf fertig gehen. Ja, das geht jetzt für 20 Minuten maximal. Wir drehen nur einmal hier kurz an dem Knopf und ja. Wir nehmen jetzt eine Auflaufform und da kommt jetzt Backpapier drauf. Das machen wir. In der Zeit schneiden wir schon mal die Aubergine in 12 Scheiben. Legen die jetzt in unserem Varoma rein und lassen auch genug Schlitz, damit da natürlich auch der Dampf rauskommt. Ich habe hier etwas mehr wie 12, weil ich wusste jetzt auch nicht, wie dick ich die schneiden sollte. Aber ich denke, das wird schon so gehen. Und das stellen wir dann an die Seite. Geht weiter. Und zwar kommt jetzt 1 Teelöffel Salz rein. Und 40 Gramm Rotweinessig. Ich habe keinen Rotweinessig da, deswegen nehme ich etwas Rotwein. Und zwar 30 Gramm Rotwein und nehme ein bisschen Apfelessig dazu. 10 Gramm Apfelessig für die Säure und ich denke, das wird genauso gut gehen. Man kann auch einfach Rotwein nehmen, wenn man möchte. So, Spritzschutz brauchen wir jetzt nicht mehr. Und zwar kommt jetzt der Varoma drauf und zwar, wie gesagt, mit den Schlitzen.
damit da genug Dampf rauskommt. Und das lassen wir nochmal für 10 Minuten Varoma auf Stufe Kochlöffel. Somit geht es gleich weiter. In der Zeit, wo der Thermomix noch am Arbeiten ist, am Kochen ist, machen wir jetzt den Teig fertig. Ist richtig schön aufgegangen, ist richtig ganz weicher Teig. Und den teilen wir jetzt in 12 gleiche Teile. Die restlichen Teiglinge abdecken, damit sie nicht trocken werden, und dann einen Teigling schön ausrollen, ca. 7 bis 8 cm, und entweder auf ein Backblech legen oder so wie ich das hier gemacht habe, auf einem Muffinsbackblech schön mit Öl bepinseln, und da kommen dann die Teiglinge rein, und so machen wir das mit den 12 Teiglingen. Wenn wir alle 12 Teiglinge in die Form gegeben haben, stechen wir einmal kurz mit der Gabel rein, so wie ihr sehen könnt, damit wirklich die Luft unten drunter entweicht. Und immer schön an den Seiten so ein bisschen andrücken. Ihr könnt das Ganze auch auf der Backform auf Backblech machen. So wie ihr sehen könnt, habe ich hier eins vorbereitet. Ich wollte das ganz gern in den Muffinsform machen, und es ist eigentlich auch ganz gut gegangen. Und ja, so wie ihr sehen könnt, kommen jetzt die gekochten Auberginescheiben in die Form rein, wird schön angedrückt. Manche sind ein bisschen größer, dann einmal so ein bisschen falten, zusammendrücken und reinlegen. Ja, links ist der Ziegenkäse, so eine Rolle war das. Die habe ich in Scheiben geschnitten und kommt auf jeweiligen Törtchen drauf, auf die Aubergine geben. Und zu guter Letzt kommt natürlich die karamellisierten Zwiebeln auf jede Torte geben. Ich kann euch sagen, das ist wirklich was Leckeres gewesen, so der Käse mit den karamellisierten Zwiebeln. Also das war schon ein Genuss. Man kann aber auch jeglichen Weichkäse nehmen. Hier drücke ich das Ganze etwas hoch, damit der Teig mir nicht so ganz auseinander geht beim Backen. Und zu guter Letzt kommt auf jedes kleine Törtchen der Gouda-Käse, den wir ja vorhin dann auch zerkleinert haben. Und fertig sind unsere leckeren Aubergine-Käse-Törtchen. So kommt das dann in den Backofen. Hallo. Meine Aubergine-Teilchen sind fertig, und hier sind sie. Sie sehen super aus, finde ich, ja. Und die schmecken auch wirklich gut. Beweise. Da ist jemand. Ja, was soll ich sagen? Warte, jetzt halt fest. Ich weiß nicht, ob man dich sieht. Ja, doch, guck mal. Ein bisschen weiter zurück. Also die schmecken, finde ich, super. Und was sagst du? Ja, es braucht ein bisschen länger. Ich bin erkältet, du schmeckst nichts. Oh nein! Nein, hier. Ja gut, nee, ich habe jetzt auch was anderes gedacht. So, ich dachte, da wäre jetzt so Fleisch mit Käse überbacken, aber das ist was ganz anderes. Nein, das ist Aubergine mit so Ziegen, Weichkäse und eine Karamell. Okay. Ja genau, das ist das Leckere drin. Das musst du natürlich zusammen mit dem Dinkelmehl. Oh ja,
Hast du es jetzt, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe sie jetzt so in eine Form gemacht. Ja, schmeckt gut. Schmeckt gut, ne? Ich glaube, morgens schmecken die noch besser, dann ziehen die durch. Mari mal wieder auf dem Video. Unfassbar. Aber wirklich gerade von der Arbeit gekommen, ne? Ja. Ja, wirklich. Hier ist nichts gestellt. Hier ist alles real. Alles echt. Alles so, echt. So, darf ich mich jetzt wieder umziehen? Ja. Ja. Okay, das war jetzt überraschend, ja. Beim nächsten Mal, wenn ich die machen würde, würde ich die vielleicht auch so flach machen und nicht in diesem, wie heißt es denn jetzt, in dem, ich komme jetzt nicht auf den Namen machen. Ich meine, ich habe sie ganz gut rausgekriegt, das ging auch ganz leicht, ich habe sie ja schön eingefettet. Für einen Buffettisch, finde ich, sieht das so wirklich super aus, aber das nächste Mal mache ich die als Häppchen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und würde sagen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch mein Rezept gefallen hat und ihr könnt mich kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Rezept. Mhm.